Hallo, ich bin Strategiefans, herzlich willkommen zurück in Total War Pharao. Schön, dass ihr wieder dabei seid, hier die Piraten beim Feldzug durch Ägypten und jetzt irgendwann demnächst auch bei den Hethitern zu beobachten. So, wir haben hier unten alles hin und her geschoben, das war eine ziemliche Aktion, ne? Immer wieder hier hoch zum Handelsposten. So, was war denn noch zu tun hier? Ja, das mit der lokalen Gottheit, ja, ich muss mal daran denken, irgendwas für Osiris zu bauen, damit ich mir den endlich mal vergeben kann, damit Al-Yathis noch stärker. Obwohl er im Moment nicht die stärkste Armee hat, da müsste er ja mal nach oben normalerweise marschieren, um sich da die goldenen Bogenschützen wegzuholen. Siedlungsverbesserung, das würde ich natürlich schon ganz gerne noch machen. New Bed. Die beiden Regionen haben wir schon auf 3. Dann würde ich doch mal sagen, dann machen wir die Hauptprovinz mal auch auf 3, auf 4. Dann haben wir das schon wieder erledigt. So, generell haben wir noch nicht bewegt. Pirat und Abenteurer. Der soll sich auch nicht bewegen. Pirat und Abenteurer. Ach ja, den habe ich ja oben im Norden total vergessen. Wir haben ja hier noch einen General rumhängen. Das ist ja total toll. Die beiden brauchen aber, glaube ich, keine Unterstützung mehr. Reguläre Formation. Su kommt als nächstes, ne? Nochmal kurz Diplomatie gucken. So viele von den Kanaanern gibt es ja auch nicht mehr. Genau, Ugarit ist noch der stärkste. Mit Ema haben wir sowieso schon Krieg. Und die belagern wir ja auch schon seine beiden letzten Regionen. Ja, ja. Irsu ist hier der nächste. Naja, wo wir schon mal drin sind. Amen. Wissen ist Macht. Obwohl, nee, brauche ich eigentlich nicht. Der Zorn Ägyptens. Das hatten wir uns gerade erst alles angeguckt. Zwei Runden. Raubzüge lohnen sich immer. Da auch noch ein bisschen. Da hinten ist doch bestimmt Verschleiß, ne? Wo geht denn das hier bei ihm? Oh ja, doch relativ weit im Süden. Und hier hat er ja auch Armeen rumdümpeln. Dann hau ich mit der jetzt schon mal wieder ab nach Süden. Ja, ist dieser Fluss. Aber ist eigentlich egal. Ich komme jetzt hier schon über den Fluss rüber. Dann stellst du. Aber wenn du schon mal da vorbeiläufst. Die Welt ist ein rauer Ort. Nimm doch den hier noch mit. Kommst du immer noch rüber, ne? Ja, sogar ein bisschen weiter. Geht dorthin! Da haben wir tatsächlich noch eine Armee gefunden, die wir dich bewegt haben. Und hier ist auch schon bald das mit den Seevölkern zu Ende. Da gibt es die nächsten Siegpunkte. Ja, das ist Duripi. So, bauen könnten wir noch, wenn wir wollen. Wie sieht's denn Waset aus? Da war doch irgendwie so. Da warten wir, ne? Genau, dass wir den hier bauen können. Naja, wenn ich zwischendurch was bei der Produktion upgraden kann, dann nehme ich das natürlich mit. So, Nordost-Nubien, da geht noch so einiges. Können wir hier das andere Bronze-Ding schon bauen? Nee, leider nicht. Das sollten wir vielleicht mal in Angriff nehmen. Tempel des Osiris, in einer Runde kriegen wir eine Arbeitskraft. Komm, dann bauen wir da in der nächsten Runde den Tempel. Und wir schießen jetzt hier die Runde. 641 minus machen wir an Bronze immer noch. Oh, das ist Seti höchstpersönlich, ne? Der ich hier die Krone auf. Da sind die schon alle durchgelaufen. Da sind wir schon bei den Kaskaschen. Dann sind wir jetzt gleich wieder dran. Tragödien sind Teil des Lebens. Da ist es auch schon soweit. So, wir haben die Zivilisation in Gefahr. Seuche in Fenshu. Das ist doch, glaube ich, oben da bei uns in Kana, ne? Ja, Hofintrigen, Entschädigung. Nein, ich will meine behalten. Wir dürfen endlich mal wieder die Bestrebung auswählen. Das gibt 5 Siegpunkte und ein Herold des Zusammenbruchs. Krieger der Seevölker schließen sich euch an. Boah, das ist toll unter Spezialrekrutierung. Aber dafür müssen wir den Zusammenbruch erreichen. Ich weiß ja jetzt nicht, ob das irgendwie...
Keine Ahnung, ob wir das hinkriegen. Jetzt habe ich allerdings auch nicht im Kopf, wo wir da im Moment stehen. Ich müsste eigentlich immer mal so zwischendurch mal reingucken. Tja, das gibt Holz und Stein. Oh, diese Siegpunkte, die lachen mich so an. Aber ist das jetzt nicht so, wenn die Seevölker erstmal durch sind, dann kriegen wir den Zusammenbruch sowieso nicht hin. Dann darf ich normalerweise auch die Städte nicht upgraden. Boah, wie gesagt, 5 Siegpunkte ist schon echt fett. Das könnten wir, denke ich mal, ne, in 10 Runden easy peasy erreichen. Ich komme da jetzt auch nicht nochmal raus, ne, aus der Nummer. Ich muss das jetzt auswählen, ne? Ich drück mal Escape. Nee, das geht leider nicht, ey. Scheiße. Wenn ich das jetzt wüsste. Ach komm, wir nehmen das hier. Ja, wir sind hier schon fast im Wohlstand. Also man, gut, dass ich nicht hier das mit dem Zusammenbruch genommen habe. Da sind wir aber noch zu weit von weg. So, wir sind wieder dran. Das mit dem Bauen mache ich dann wieder als letztes. Dann können wir hier so langsam auch mal. Ich ziehe die Freiheit, dem Privileg vor. Ich kämpfe für meine Brüder. Ich tue, was getan werden muss, um zu überleben. Dann gebe ich dem doch die ganzen guten Truppen. Ja, das ist eine Goldregion. Von da kommt Aljattes. Na, schwimmen wir doch da schon mal hin. Na ja, auf jeden Fall ein Beobachtungsposten. Ich setze meine eigenen Regeln durch. Der gehört auch hierzu. Das ist ein Schrein. Und hier ist natürlich alles voll mit Verschleiß. Ah, nee, warte mal. Hier, zu dem Beobachtungsposten geht eine Straße runter. Sehr schön. Ich kämpfe für meine Brüder. Boah, ich tue, was getan werden muss, um zu überleben. Eine lange Reise steht an, Männer. Du marschierst hier schon mal rein. Diesmal machen wir das schlauer, ey. Wir marschieren hier wirklich komplett. Ah, warte mal. Nee, das soll ja die Armee werden, die angreift. Weil die ist ein bisschen schwächer hier. Männer! Nee, da nochmal umdisponieren. Dann kannst du hier bleiben. Den Marschbefehl. Gesehen sich hier etwa durch Verschleiß, oder? Oh, ne, zum Glück nicht. Ja, bleibst erstmal da. Dann mal los. Ne, kannst halt nicht im Marsch bleiben. So, ihr müsst noch ein bisschen hin und her schieben. Dort drüben hin. Und zwar, ein Schneidschleuder hier raus. Dann haben wir hier unsere 6. Erstmal die schwere Infanterie. Kannst auch zweimal leichte nehmen. Hat er hier noch eine übrig. Und einmal Schleuderer. So, dann wäre die Armee fertig. Noch etwas. Die marschiert hier durch. Ein Piratenleben für den Profit. So, du marschierst jetzt da nicht durch. Du sollst dann rekrutieren da oben. So, jetzt muss er noch da. Das dauert nicht lang. Wo ist denn Aljattes? Aljattes ist da. Vertraut mir. So, Aljattes, der kann erstmal da zuschlagen. Jetzt hier mit der Zufriedenheit aus. Nur die eine Region da haben. Der Rest gehört zum Glück Miam. Ne, ist so Miam, ne? Ja. In 12 Runden hätten wir hier eine Rebellion.
Ja, Al-Yattes mögen sie jetzt auch nicht, ne? Da ist Militärpräsenz minus 6. Normalerweise hätten wir nur minus 1. Ja, dann müssen wir da schnellstens die anderen Regionen einnehmen, damit wir hier keine Rebellion bekommen. Auch das wird vorübergehen. Al-Yattes kann ordentlich marschieren. Schlägt hier am Dorf nochmal zu. Ah, lala, hier haben wir eine Straße, das ist wunderbar. Gut, stetiges Tempo. So, ja, eine Festung. Das ist eine Zwischenstation, das ist ein Schrein, ne? Werde ich die hier doch erstmal brauchen? Das wird auch noch ein bisschen dauern. Damit hier am besten die Festung belagert werden kann. So, aber da laufen die Vorbereitungen. Dann gehen wir jetzt erstmal an den Hof. So, Komplotte sind noch keine unterwegs. Dann stellen wir jetzt hier mal die Anfrage. Können uns mal die Verbindungen. Wenn ihr Meldtätigkeit sucht, sollt ihr sie haben. So, und dann würde ich hier gerne das Komplott machen, wo wir dann die Achtung bekommen. Das ist Erpressen, ne? Ja, erhaltet 60 Achtung. Das haben wir schon mal losgeschossen. 69% haben wir schon. Der hat immer noch 40 Achtung. Hier haben wir leider nicht genug Achtung. Wie sieht der... Ah, das dürfen wir jetzt nicht. Ah, ist nur 55% Chance. Das ist natürlich schlecht. Dann tratschen wir uns den erstmal noch um. Der göttliche Hof könnte mehr Leute wie euch gebrauchen. Können wir uns ein bisschen Geld holen. Ja, Gold natürlich. Und damit der auch schon mal wieder auf 60 ist, komm, den tratschen wir uns auch noch hoch. Da haben wir unsere Hofpunkte ausgegeben. Und mal kurz beim Baumeister reingucken. Geil, ne, dass wir den haben. Er ist auch hier oben, ey. Shemit Min. Wo ist der denn hier? Das ist ein Schrein? Hier ist ein Monument? Zwischenstation? Keine Ahnung, ob wir den erstmal aufklären müssen noch. Kann ich jetzt hier auf jeden Fall auf die Stelle nicht finden. Was ist das? Heiligster der Heiligsten. Naja, wir werden auch schon finden. So, zwei Siedlungsverbesserungen können wir in dieser Runde auch noch machen. In Uas und in Ebla. Noch bin ich nicht bereit, einen Thron zu besteigen. Ja, das ist hier vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn wir das machen. Weil er uns ja hier unter Umständen auch vielleicht angreift. So, Ebla, oben im Norden. Na, hier kracht's ja auch dann demnächst. Komm, das graden wir auch noch ab. Und ja, Duripi können wir nicht bewegen. Ohne Kampf, keine Aber Macht. Der Angriff auf Aleppo startet, ja. Erfolg und um jeden Preis. Der schauen wir noch. So, du gehst erstmal über den Beobachtungsposten. Würde ich am liebsten hier lang. Hier ist eine Straße. War ein ziemlich weiter Weg. Und da hat er hier hinten nochmal Gold. So. Ein Dorf hat er gerade erst zugeschlagen. Da schlägst du jetzt hier nochmal zu. Ah ja, sehr schön. Kommst du an den auch noch ran?
Und dann gehst du noch bis da. Schnell, setzt euch in Bewegung! Ja, wegen Bauen gucke ich erstmal hier auf unserer Bronzeinsel. Jawohl, eins können wir auf jeden Fall schon wieder upgraden. Da müssen wir so langsam aus dem Quark kommen bei der Bronze. Was ist? Reicht noch nicht, ne? Nee. Nochmal nach EMA hoch. Da tun wir dann mal was für die Produktion vom Holz. Na, oh, die klick jetzt mal einmal hier kurz die Diplomatie nochmal durch. Ich suche, was nicht gefunden werden kann. Aber es wird sowieso nichts geben. Ich kämpfe. Sohn der Sand. Bin natürlich ich wieder auf der Suche nach Bronze. Man wird sich an mich er. Wird's aber nicht geben. Stolz. Mann. Im Namen. Für. Krieger Ägypten. Das ist echt alles so schade. Für den Ruhm. Nee, gibt's nicht. Können wir nichts machen. Dann gibt's in dieser Runde eigentlich nur noch eins zu tun. Und das ist der Angriff hier. Kommt nur her. So, er ist deutlich unterlegen. Wir kommen ja auch mit zwei Armeen und dann denke ich mal, sollte das eine easy Nummer werden hier. Und da kann der Sturm auf die Mauern von Aleppo beginnen. Ach, Gewitter? Nee. Nee. Das sieht schon gut aus. Oh nein, das ist Gluthitze. Das ist auch scheiße. Da erschöpfen die Truppen. Komm, keine Gluthitze. Ganz ehrlich, da lieber ein Sturm oder so. Ey! Tatsächlich Sturm und dann Gewitter. Super. Hätte man wirklich beim ersten bleiben können. Ja, egal. Lass uns mal die Mauer anglotzen. Oh, die sieht schon gar nicht so gut aus. Die hier ist ja schon wieder super. Oh ja. Das ist eine ganz tolle Mauer. Haben wir zwar jetzt in der Nähe kein Tor. Naja, da wäre eins. Macht euch mir erstmal einmal weg. So, da kommt dann erstmal die ganze Zeit nichts. Hier ist wahrscheinlich. Nee, ich wollte gerade sagen, wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, die geht also, ne? Man könnte hier landen, das ist einigermaßen korrekt. Was haben wir hier? Na, hier könnte man auch, dann wird man nicht so lange beschossen. Oh, wo sehen wir meine entzündeten Augen denn hier? Das ist auch ziemlich gut. Ja, nee, und die mag ich nicht. Na, wir müssen aber auf jeden Fall ein bisschen da durchlaufen. Dann stellen wir den Turm mal dahin. Dann gibt es hier für euch noch eine Leiter. Die ist ja ein bisschen schneller. Die kann ruhig mal da durchfahren. Warte mal. Wenn ich nicht durcheinander komme. Schon mal ein Grüppchen. Das wird aber nicht der Hauptangriff. Er hat auf jeden Fall Bogen dabei. Dann kriegte ich hier zwei Bogenschützen. Der General kommt hier mal mit. Drei Leitern haben wir noch. Dann kriegt ihr zweimal Infanterie. Und die kommen mal mit denen eine Gruppe. Wo war denn jetzt die? Das ist sie, ne? Ja, ja, das ist der Hauptangriff. Ihr könnt euch schon mal alle in eine Gruppe. Hier müssen wir auch gar nicht so einen riesen Aufriss machen. Wir können uns hier überhaupt nicht beschießen. So. Kriegt ihr viermal Bogenschützen. Habe ich das so hier schon? Nee. Wie die Gezeiten. Fleckeln aus. Zweimal Infanterie extra für euch. So, dann noch irgendwo die Wagen hinballern. Also hier ist ein Tor. Das können wir relativ schnell erreichen. Der ballern wir mal die Wagen vor. Soll er doch da ruhig erstmal was hinstellen. Und wir starten auf der Seite. Und legen hier los. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Ersatzarmee überhaupt benutze. Tränkt die Mauern mit ihrem Blut. Damit er an dem vorbeikommt. Gehst du mal da.
Du gehst da ran. Und dann lassen wir sie bluten. Ich hätte zwar denen da auch noch eine Leiter hinstellen können, aber ich denke mal, es ist eigentlich nicht so schwer. Ja, die sind hier alle am Tor. Hm? Warum nimmt der jetzt nicht alle rein? So, die ganzen Wagen. Mal schnell in eine Gruppe gepackt. Mir nach, Brüder. Nehmen wir die Wagen raus. Bogenschützen raus, General raus, da seid ihr auch mal ein Grüppchen. Naja, die Stadt wird sicherlich uns gehören. Den haben wir hier noch ein paar geile Bogenschützen. Wir sind unaufhaltsam! Sofort! Wie gesagt, wahrscheinlich werde ich die gar nicht einsetzen. Zack, mal rübergeflogen. Wo sind meine zwei Bogenschützen? Da. Vernichtet ihren Stamm! So, ihr stellt euch mal so hin. Dann schieben wir so langsam die Infanterie hinterher. Mir nach! Mir nach! Na, das schon die Musik ein bisschen spannender, ja? Da. Wann wird dieser Sturm enden? Wenn das Gewitter losgeht, dann endet der Sturm. Ah, noch können sie ein bisschen so laufen. Oh, Leiter ist gleich da. Dann gibt ihr schon mal Schub. Die Kanaanäer sind nichts als Töten. Irgendwelche Verschiebungen zu sehen bei ihnen? Ja, sie hat sich auch recht mau aufgestellt. Doch nur einmal Bogenschützen hier. Ah, jede Menge Veteranen. So, die zweite Infelkan auch mal ein bisschen Schub geben. Ja, die werden sicherlich gleich rüberschieben. So. Schieß mal auf die Bogenschützen. Dann werden die sich sicherlich gleich bewegen. Oh, noch schießen sie zurück. So, warte mal, die schieben rüber. Ich nehme die doch hier mit. Marschiert! Ja, ein bisschen braucht der Turm noch. So, wir fliegen mal rüber, machen mal ein Päuschen. Und starten hier mal den Hauptangriff. Da der Bogenschützen. Hier sind deine anderen beiden Bogenschützeneinheiten. Wo sind meine Vierer? Da. Die können ja brutal weit schießen. Stellt euch doch mal fürs Erste hier hin. So, und jetzt die ganzen Leitern auf den Weg bringen. Eine dahin. Welche ist das? Das ist die in der Mitte. Du gehst daran. Das ist die letzte. Du gehst daran. Und weiter. So wenige Bögen. So, das wird erstmal ein bisschen dauern. Zack, wieder rüber. Bogenschützen stehen immer noch gut. Naja, die brauchen wir hier irgendwie doch zu lange. Kommt, dann nimmt doch die Leiter. Wenn die hier nicht verlieren, das sieht schon jetzt nicht so gut aus. Wenn hier von drei Einheiten angegriffen wird. Ein Schießwettbewerb, Männer!
Ja, den Bogenschützen geben wir aber auf jeden Fall gut. Das sind doch nur die leichten. So, da kommt schon wieder eine Info. Du gehst jetzt mal hinterher. Vorwärts Marsch! Erstmal gehst du darüber. Er dreht die hier nämlich auch schon wieder um und die gehen jetzt sicherlich hier rein, ne? Ja. Durchlöchert ihre Pelze. So, er geht hier jetzt hier runter. So, die Bogenschützen sind auf jeden Fall schon mal am Blinken. Da müssen wir mal hier rüber. So, der schießt selbstverständlich auf die Bogenschützen. Dann kommen jetzt die beiden Infen hinterher. Marschiert! Bewegung, Krieger! So, die brauchen aber immer noch ein bisschen. Zack, wieder rüber. Oh, oh, die eine Einheit ist schon fast weg. Furchtlos! So, warte mal, die sind geschlagen. Ihr hört erstmal auf. Und geht bitte schön mal da hoch. Immer noch da. Immer so ein bisschen die Bogenschützen im Auge behalten, nicht dass sie irgendwie weglaufen. Oh oh, sie ist geschlagen. Scheiße. Ich werde hier nicht sterben. Ist aber auf dem Weg weg. Die Bogenschützen ja nicht hier den Turm einnehmen. Ist hier ein Regenbogen oder was? Ja, es ist ganz gut am Laufen da drüben. Schützen. Bogenträger, Feuer! Du gehst damit hoch? Oh, du gehst hier mit hoch? Ah, die ist gleich oben. Den kann ich jetzt mal hier unterstützen. Ja, da kommen die nächsten bitte ran. Gehen sicherlich auch gleich hier irgendwo hoch. Aber naja, da kommen schon unsere nächsten. Ich mach mal ein Porsche, dort fliegt aber rüber. Doch sind hier zum Glück welche am Leben. Einheit siegt klar. Also das Tor gehört wieder uns. Was heißt wieder? Das gehört jetzt uns. Kommt ihr doch mal wieder rein. Du gehst erstmal hier hoch. Da ist schon die erste Bogenschützeneinheit parat. Lass mal feuerfrei wieder ein. Tja, wenn der Turm eingenommen ist, dann kann der General mal kommen. Na, wir verschieben auch schon Truppen. Die sind fast oben, Veteranen, hier sind Bogenschützen. Okay, das muss noch ein bisschen laufen. Was ist das hier noch so in Reserve habe? Aha, den Bogenschützen kann er auch auf die Infe schießen. Da kommt ihr doch mal näher ran. So, der Turm schießt bis da. Krieger marschiert! So, jetzt, wie angesagt, sind die hier reingelaufen. Zu Moloch mit euch! Ah, die schießen uns schön in den Rücken. Das sind auch noch seine besten Bogenschützen. Er wird noch ein bisschen dauern, bis wir da rankommen. Schmecken. Ja, schon mal drauf so ansetzen. Jetzt. Er kann das auch irgendwie, ne? Er hält so die Hälfte seiner Truppe noch zurück. Mit der anderen ist er schon oben. So, ihr geht alle auf die. Löscht sie aus!
Mal kurz gucken, wie weit die Bogenschützen laufen müssen. Die einen schießen glaube ich schon, ne? Ja, ja. Oh, oh. Sind aber ganz dicht dran hier. Schießt der Turm schon? Durchlöchert ihre Pelze! Na, und schon bewegt er sich weg hier. Da. Wir fliegen mal wieder rüber. Aber lieber ein Päuschen. Na, die sind wieder drin. Die haben den Turm eingenommen. Dann könntet ihr euch mal so hinstellen. Feuer frei wieder ein. Wenn ihr da stehen bleibt, habt ihr den Turm noch mit drin. Die wird wahrscheinlich gegen den General nicht gerade lange überleben, wenn er angreifen sollte. Der schiebt da noch was hinterher. Dann würde ich mal sagen, wir holen mal unseren General ran, solange wie wir den Turm hier haben. Können wir auch noch ein bisschen ballern. Gehen wir lieber nach da. Ja, da läuft sie nämlich nicht rein. Das sind welche von ihm. Ja. Die kleine Einheit hier, die muss durchhalten. Achso, warte mal, das mit dem General brauche ich ja gar nicht machen. Das Tor gehört ja noch. Noch gehört es ja uns. Schieben wir direkt zum Turm. Tja, und bei der hier. Ich weiß nicht, ob ich die da lassen soll. Oder ob ich sie lieber rausziehe aus dem Tor. Aber da nimmt er halt wahrscheinlich auch ganz schnell dieses Tor hier ein, ne? Naja, vielleicht können ja auch unsere Bogenschützen ein bisschen was regeln. Ey, ich hau mir der einfach mal ab. Und weiter. So, die setzen sich in Bewegung. Dann fliegen wir erstmal wieder rüber. Das Meer vereint uns. Hier sieht es nämlich schon ganz gut aus. Dann machen wir hier auch nochmal ein Päuschen. Die haben nicht mehr so viele. Hier nehmt mal den Turm ein. Das sind noch seine Bogenschützen. Da kommt ihr mal hier runter. Ihr greift weiter die an. Die verliert auf jeden Fall schon fleißig Leute. Es sind auch noch zwei Bogenschützen-Einheiten hier. Schießt aber unbedingt mal auf die gepanzerten Syrischen, damit die wegkommen. Wir wissen selber, dass sie ganz stark sind. Naja, so ein paar Infanterieeinheiten von uns haben schon heftigst gelitten. Ah, die ist immer noch am Blinken. Ah, die ist so gut wie unten. Zack, angreifen. Stürzt euch auf sie! Schwerter! Ihr macht das genauso. Die blinkt immer noch. Kannst du nicht mal fliehen? Jetzt ist sie endlich weg. So, kommt die hier auch nochmal runter, macht die Bogenschützen platt, damit die weg sind. Dann wird zum Tor marschieren können. Wir fliegen mal wieder rüber. Brauche ich auch ein Päuschen. Das Tor gehört noch uns. Unsere Einheit ist immer noch am Fliehen. So, mein General, der kommt jetzt auch mal hier hoch. Ah, mit seinem General ist er hier auch nicht rangekommen. Steckt die Bogenschützen wahrscheinlich sehr gut ab. So, wie greifen wir denn hier weiter an? Die eine ist geschlagen. Dann greifst du die an. Du die. Die macht hier auch nicht mehr so lange. Du unterstützt erstmal da noch mit. Und erstmal wieder weiter. Oh, hier, die sind am Schneiden. Schuss bereit machen! Denn sind das bestimmt schon. Ja, die sind schon im Nahkampf.
Dann nehmen wir die mal aus der Gruppe raus. Fürs Erste. Seht nur, wie sie sich winden. Möge Baal uns retten. Lasst sie unsere Pfeile schmecken. Müssen sie sich bewegen? Ich hoffe mal nicht. Nee, die bleiben auf jeden Fall da stehen. Ah, wir das hier ist geregelt. Da. Ach, voll, das ist ein bisschen viel. Tisch und Tisch. Kämpft für eure Brüder! Neues Gröbchen. Vorwärts Marsch! Pfeilregel! Für die Schlacht geboren! Ihr kommt auch in ein Gröbchen. Hier entlang, Brüder! Krieger der Gezeiten! Bogenträger, Feuer! Ja, diese Bogenschützen halten auch echt lange durch, ne? Zack, mal wieder rüber. Die fängt an zu blinken. Ah, General ist am Ballern. Ist meine Leidenschaft. Da kommen nochmal Schildträger. Nee, General. Männer, mag ich das nicht. Kannst du nicht mal. Ja, komplett auf die Seite. Zu dieser Position. Damit du die hier beschießen kannst. So, General nimmt das Tor ein, aber unsere Armee, unsere Truppe ist weg. Okay, das ist geregelt. Bewegung, Krieger! Jetzt. Oh, die kriegen schon fleißig. Dann schießt ihr mal den General. Gleich sterbt ihr. Okay, die haben nichts mehr. Okay, die sind schon im Nahkampf. Ich brauche schon wieder ein Kreuzchen. So, Tisch rüberfliegen. Das sieht noch ganz gut aus. Das sind immer noch Bogenschützen. Das sind auch nur die leichten. Da hinten sind die gepanzerten. Du marschierst mal nach da. Du marschierst mal nach da. Hier greift die Bogenschützen an. Hier schießt noch auf die, wenn ihr noch was habt. Hier kommt er mal hoch. Du kommst schon mal runter. Und dann machen wir weiter. Nein, schon kaputt, ne? Ja, ja, sehr müde. Die fangen wir an zu. Boah, jetzt steht sie hier im Turm, ne? Ja. Kommt mal wieder zurück. Das muss die Infanterie machen. Die Infanterie ist ja schon auf dem Weg. Also von daher nicht so wild. Deckt mal die Straße ab. So, jetzt kommen wieder Schildträger. So, die Bogenschützen sind endlich mal geschlagen. Ab auf die Schildträger. Du kommst da dann von hinten. Du kommst von hier. Zack, mal wieder rüber. Krieger von Kanaan! Mir nach! Ihr müsst da gleich mal von hinten kommen. Nee, wir werden wahrscheinlich nicht mehr lange durchhalten hier, oder? Selbst die kommen wieder zurück. Boah, sind meine Truppen kaputt, ey. Bogenträger der Gezeiten! Ich wollte gerade sagen, ey, das war so lange, dass wir den Angriff starten können. Bewegung, Krieger! Die Bogenschützen schießen hier noch feuerfrei aus. Kommt mal über die drei Leiter nach oben. Überwindet diese Mauern! Auf den Weg macht! Hier entlang! So, ihr müsst ja gleich von hinten kommen.
Seht eurem Tod ins Auge! So! Alter, die sind immer noch nicht weg! Kommt schon wieder die nächsten rein? Macht ihr da noch mal mit zu? So, die fliehen jetzt endlich. Die kommen hier rein, gehen da gleich mit ran. Oh, hier, die Lampen gehen an. Das war's. Bam, da ist der Sieg. Stadt haben wir eingenommen. Ach, ich glaube, wir haben echt ein bisschen zu viele Leute verloren. Aber hoffen wir mal auf das Beste. Ja, den mag ich so gerne. Diesen Schlag auf die Schulter und dann mit dem Schwert dieses annehmen. Guck mich an, wenn ich dir den Kopf abschlage. Es geht eigentlich mit den Verlusten. Also 188 Band, damit kann ich leben. Also selbst die Einheit, die so ganz heftig gelitten hat, die ich dann nochmal aus dem Tor rausgeschickt habe, die hat nicht so viel verloren. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. So, das ist Aleppo. Das dürften wir auf jeden Fall noch besetzen dürfen. Ich musste mir das dann nochmal genau angucken, ab wo dieses Hethiterland losgeht, was wir dann unbedingt wieder niederbrennen müssen. Aber ich glaube, es ist dann hier, ne, über Ugarit. Also das hier gehört, glaube ich, schon auf jeden Fall zu den Hethitern. Aber naja, das gucken wir uns genau an, wenn es soweit ist. So, wie schön. Aleppo ist eingenommen. So, und dann wie geplant, wollten wir hier den Beobachtungsposten kaputt machen. Pirat und Abenteurer. Der hat sich auch nicht weiterentwickelt. Die Folge ist zwar eigentlich vorbei, aber das machen wir doch jetzt hier schnell nochmal. Lebt wohl, Kanaanea! Hier müssen wir noch zwei Runden warten. So. Ich raube, weil ich es kann. Niedergebrannt. Da haben wir zwei Armeen, drei Armeen. Die können ja dann hier so aus dem Norden kommen. Dann kannst du eigentlich schon mal wieder weiter marschieren. Am besten bleibst du direkt auf der Seite des Flusses, würde ich jetzt mal so sagen. Kannst du am Monument hier noch ein bisschen was holen? Zweimal im Bonus, dann legst du da, glaube ich, auch am besten nochmal mit zu. Dorthin als nächstes! Ich kämpfe für meine Brüder. Er hat auf jeden Fall ein Level gemacht. Was getan werden muss, um zu überleben. Die braucht im Moment zwei Runden. Ach nee, der hat ja einen Bogen. Also kann er ja kein Schild gebrauchen. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall unsere 666 voll. Die Zahl des Tieres. So, du kommst mal weg. Das ist nur für Hornreinheiten. Das war das viel geilere. Ne? Ja, ist nicht umsonst 666. So, das hätten wir auch noch in dieser Folge gemacht. Und jetzt haben wir das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit der Schlacht über Aleppo. Wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge. Bis dann und ciao.